Vielen Dank, dann heiße ich Sie alle willkommen. Die Studie AHEAD hat das Ziel, in die Zukunft zu schauen. Wie wird die Hochschullandschaft 2030 aussehen? Aber meistens betrachtet man nur bestimmte Sektoren im Bildungssystem. Und wir wollen im Prinzip die gesamte Landschaft betrachten. Wir sehen im Prinzip, die Technik ist da. Wir sehen auch, dass im Hochschulbereich es gibt unglaublich coole Initiativen, die auch Digitalisierung verwenden. Wir sehen aber gleichwohl, dass das System per se nicht wirklich das volle Potenzial von Digitalisierung verwendet. Deswegen in unserem Projekt, wir überlegen, ist es so, dass die Organisationsform, die wir jetzt kennen, die Hochschule, die Universität, vielleicht muss sie sich auch verändern. Und das ist eine große Frage für unsere Studie. Das Schöne für unsere Studie diese Woche ist, dass wir das allererste Mal unsere ersten Ideen zur Hochschullandschaft 2030 präsentieren werden. Wir würden das wirklich als Austausch und als Diskussionsforum aufbauen. Wir haben Analysen in 4 verschiedene Bereiche gemacht. Wir haben erstmal gesehen, was sind die Entwicklungen aktuell und erwartungsgemäß auf dem Arbeitsmarkt. Was sind die Entwicklungen in Didaktik, in der Lerntheorie? Was sind die Entwicklungen in der Bildungstechnologie? Und was sind die Entwicklungen, die wir sehen bei bestimmten neuen Organisationsformen im Hochschulbereich? Daraufhin haben wir 4 Modelle entwickelt, die wir denken, die Hochschullandschaft in 2030 prägen wollen. Und unser Ziel heute ist, dass wir darüber mit Ihnen sprechen. Wir erwarten, dass die Hochschullandschaft in 2030 sehr divers aussieht, entsprechend der Diversität der Studierenden. Das heißt, dass ältere Studierende oder ältere Personen zum Studium kommen, die haben auch schon relativ viel erfahren oder erlebt, die sie auch in das Studium einbringen wollen. Wir vergessen auch, dass es gibt andere Formen der Hochschulbildung, die es jetzt gibt, die sind meistens kleiner. Wir erwarten aber, dass diese Formen größer werden, dass die Zielgruppen auch das verlangen werden vom Hochschulsystem.